Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zur ersten Let's Play Folge hier auf der Holzer Map mit mir, na logisch, auf meinem Kanal im LS19. Ich habe hier komplett neu begonnen, ist ja klar. Ihr habt mir gesagt, ich habe in der Map Review vorgestellt, dass es zwei Versionen gibt, eine mit mehr Ackerfläche, eine mit weniger Ackerfläche. Und ich hatte gesagt, die mit mehr Ackerfläche fände ich cool, die würde ich nehmen. Habt ihr aber gesagt, nee, nimm doch die mit weniger Ackerfläche, denn dann kannst du dir die Wiesen, wenn du die besitzt, selber einfach zu Acker umflügen. Gut, das klingt natürlich nach einer coolen Variante. No problemo. Ansonsten natürlich, jetzt am Anfang hatte ich ja auch schon gezeigt, gehört uns hier eigentlich nur Grünland. Also werden wir am Anfang auch nur im Großen und Ganzen Grünland machen. Ich weiß nicht, ob ich eine Fläche hiervon umflügen werde. Das steht noch so ein bisschen aus. Und in den Livestreams haben auch viele gesagt, auch im Video, yo, machen Let's Play, ist eine super Sache. Andere sagen, ja, würde ich auch spielen. Ich warte aber noch auf Season. Und das ist noch so eine Sache, die hatte ich auch gestern im Livestream. Da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz mit euch drauf eingehen. Season. Desktop, ja, da ist er. Realismus-Modding, GitHub. Realismus-Modding sind die guten Freunde von Soil Compaction, auch vom Season-Mod und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt bei den Freunden von Realismus-Modding vorbeischaue, sehe ich hier zwei Einträge. Ich sehe FS19M Subsidy und ich sehe FS19RM Season. Hier ist noch nichts weiter drin, aber hier wird scheinbar dran gearbeitet. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Gehen wir mal wieder zurück ins Spiel. Also wird kommen, wird, denke ich mal, kommen. So, aber zurück zu dem, was wir hier machen wollen. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen ausgerüstet. Ich habe jetzt hier als größtes Zugpferd den 6135M. Der ist ein kleines bisschen umgebaut im Großen und Ganzen, aber ein bekannter 6M. Und ich habe hier Mähwerke, das, die gibt es auch zum Download, das hintere jetzt eher weniger. Vielleicht kommt das mal noch. Und, ich werde dann entsprechend heute damit beginnen. Sitze ich hier korrekt? So. Wiese zu mähen. Und bevor wir damit dann beginnen, werde ich mir auch nochmal Varianten anschauen. Denn die Variante, die ich sonst immer so mache, ist auf der Parzelle, wo ich dann jetzt gleich drauf gehen werde, nicht so die Variante, die ich da gut umsetzen kann, denke ich mal. Als erstes klemmen wir hier natürlich mal die Mähwerke an. Hier habe ich jetzt noch ein Manual Attaching drauf. Ich werde den aber, oh ne, hier müssen wir noch ein Stück weiter vor, über kurz oder lang austauschen. Eine gute Wobster baut an der Variante. Und das wird definitiv besser als das, was wir jetzt haben, denn im Multiplayer ist es so auch nicht verwendbar. Da wirft es Errors ohne Ende. Leider Gottes. Ich habe jetzt hier irgendwie immer noch so ein bisschen Soundprobleme, was in Druckluft angeht. Na, das hört manchmal nicht auf. Vielleicht ist das auch so gewollt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Naja, ein bisschen können wir noch, oder? Na komm schon, komm schon. Nee, will er nicht, okay. So, dann müssen wir das natürlich noch einklappen. Habe ich einklappen hier irgendwo auf einer Taste? Nö, natürlich nicht. Manchmal ist eben komisch. So, dann fahren wir jetzt dann erstmal zu unserer Wiese. Oh Gott, ich hoffe, ich bleibe hier nicht hängen am Vordach. Doch, ich bleibe hängen, aje. Nun komm. So, prima. Ich habe jetzt hier noch nicht viel Gerätschaft auf dem Hof, liegt daran. Ich muss noch einiges kaufen. Mir fehlt zum Beispiel noch ein kleiner Schlepper. Also ich meine, der hier hat jetzt, was hat der, 143 PS oder sowas. Mir fehlt aber noch was Kleineres mit Frontlader. HW80 habe ich hier schon stehen. Ein paar Sachen stehen noch beim Händler unten, die sind schon vorbereitet. Ja, was Kleines mit Frontlader. Was Kleines, Cooles, Seedcam muss es haben. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe da jetzt noch nichts Genaues im Blick. Also, wenn jemand was weiß, sag an. So, hier sind wir direkt schon an der ersten Weidefläche dran. Das ist alles erntereif, hat jetzt keine Düngung. Das heißt, ertragstechnisch werden wir hier wahrscheinlich
Ja, nicht ganz so viel rausholen, aber auch hier habe ich was vorbereitet. Da wollen wir nochmal eben schnell gucken. Realismus-Modding wollen wir nicht, sondern ich habe hier ein Bild und das Bild sind Varianten, mehr Varianten. So, jetzt können wir nochmal eben schnell zum Spiel flattern und gucken uns nochmal die Parzelle an, die wir hier haben. Die Parzelle ist eine sehr lange und schmale Parzelle. Bedeutet, ich suche mir jetzt hier auch eine Variante für lang und schmal raus. Hier hätten wir, kann ich hier noch ein bisschen näher ran, hier hätten wir beispielsweise eine bei schmalen und langen Parzellen erst die Vorgewände und dann die Längsseiten nach außen schneiden. Erst die Vorgewände und dann durch die Mitte durch die Längsseiten. Ja. Das heißt, bei den Vorgewänden bleiben die Tiere in der Mitte, dann steche ich einmal durch. Okay, wir fangen einfach mal an. Also erst die Vorgewände und dann die Längsseiten durch die Mitte durch. Jo. Eigentlich die gängige Variante, die ich ja sonst auch immer mache, wenn ich jetzt hier nicht komplett fehle. Ich fahre ja erstmal drauf, war ich zwar die Wiese gerade ein klein bisschen blatt, glaube ich, aber. Okay, Moment. Mal bitte wieder zu hier. So, haben wir das hintere jetzt noch ausgewählt? Das ist die große Preisfrage. Jawohl. Dann brauche ich das vordere auch nochmal. Jetzt habe ich mal alles hier nicht auf dem Joystick gelegt. So, aber jetzt kann ich meinen Trigger auswählen, denn jetzt brauche ich den halt nicht mehr. Dann schalte ich hier schon mal vorderes an. Ich habe das ja hier auf diesem Tastenblock, wie ihr sehen könnt. Die grünen Tasten unten sind zum Aktivieren der vorderen und hinteren Zapfwelle und die oberen Tasten zum Heben und Senken. Das heißt, vorn an, hinten an. Vorn absenken, hinten absenken. Tempomat. Was ist hier eingestellt? 50? Nee, wir machen erstmal. Ja, ich glaube, wir machen erstmal 10 km/h. So, und dann jetzt hier erstmal die Vorgewände. So, das sieht doch ganz schmuck aus. Ich sehe Reifenspuren. Haben wir hier ein Schlupfproblem? Allrad rein. Haben wir. Aha. Interessant. Interessant. So, heben wir beides aus. Und hier runterwärts auch nochmal. Ich denke mal, das könnte mir schon als Vorgewende reichen. Boah, das wird reichen. So, und dann muss ich jetzt gleich nochmal dann die Längsseiten. Wartet mal, jetzt muss ich noch mal gucken. Lasst uns noch mal schauen. Bei schmalen, langen Parzellen erst die Vorgewände und dann die Längsseiten. Jetzt habe ich die Vorgewände gemacht. Und dann die Längsseiten. Komm aus dem Vorgewände raus. Ich habe es genau verkehrt rum gemacht. Haha, ich habe es genau verkehrt rum gemacht.
Denn mit den Vorgewänden ist das hier gemeint. Und dann die Längsseite. Naja, komm, egal. Check ich nicht so richtig, wie das jetzt hier gemeint ist. Das könnt ihr mir ja in den Kommentaren auch nochmal niederschreiben. Meine Variante ziehe ich jetzt hier einfach mal durch. Oh, Drive Control ist auch noch nicht. Na gut, Drive Control ist es ja nicht. Der Shuffle Control ist auch noch nicht das, was es sein könnte. Und zwar meine Variante ist, ich steche jetzt hier einmal durch. Und wir gehen hier mal auf 20 km/h. Ah, senken das vielleicht mal eine Runde ab. Relativ mittig versuche ich es hier zumindest einmal durchzustechen. Das sieht soweit gut aus. Dann machen wir da vorne das Vorgewende noch fertig. Und dann geht's ja, in die typische Kreisbahn, sage ich mal. Ja, dann können wir schon mal langsamer werden. Ist ja ein bisschen friemlich. Hier vorne ist es dann. Ups. Hier vorne ist es dann wirklich etwas enger. So, wir müssen erst zum Stillstand kommen, bevor wir Shuffle Control im Prinzip anstellen können. Ungewohnt, weil das ging getriebetechnisch im 17er ohne Probleme und auch bei dem einen Fendt, den wir im Ebelsbach-Projekt haben, geht das ohne Probleme. Na, hier kommen wir leistungstechnisch, hat er irgendwie ganz schön zu kämpfen. Das verwundert mich, denn so schwach ist er eigentlich nicht. Aber naja. So, also man kann sich das Leben hier natürlich auch schwer machen. So, und jetzt werde ich erstmal die linke Parzelle oder die linke Seite fertig machen. Also sehr gut, der Indikator, das, also der gute Andi hat den hier für mich überarbeitet. Ihr seht dann jetzt, wenn ich den Tempomaten reinhau, geht ein rotes Lämpchen an, Indikator dafür, dass der Tempomat drin ist. Andi, ich kann es noch mal wieder sagen, danke. So, also so ist natürlich auch gewährleistet, dass die Tiere flüchten können. Mit dieser Variante ist aber nicht ganz die Variante, wie wir es jetzt in diesem Übersichtsbild hatten. Ist irgendwie, sind die Abbildungen da ein bisschen irreführend. Es gab hier aber auch schon regelrechte Glaubenskriege bei mir auf dem Kanal. Was ist die richtige Variante, was ist nicht die richtige Variante. Aber immer wieder gern von mir gesehen, haut's mir einfach unter dem Video in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. So, das sieht doch gut aus. Und rücksetzen. Ich muss immer noch ein bisschen vom Gas gehen. Ungewohnt. Aber gewöhnt man sich sicherlich dran. Ich hoffe, irgendwann wird dann ein richtiges Gearbox folgen, wo man das ordentlich machen kann. Hier haben wir wieder diesen Druckluft-Sound. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist dann irgendwann weg. Ich weiß nicht, also normalerweise, wenn der immer so pumpt, hat er irgendwie vielleicht Probleme mit dem Druckluft. Oder mit der Druckluft. Ja, keine Ahnung. So, und wenn ich dieses Flächenstück fertig habe, dann widmen wir uns dem Flächenstück da neben. Vielleicht habe ich heute mal Bock auf eine längere Folge. Und wir machen das gleich noch zusammen, weil eigentlich geht das dann hier ratzi-fatzi. Nach der Variante, wie wir es jetzt haben, fahren wir auch immer eine Richtung, so dass ich Front- und Heckmähwerk, ja, von der Theorie her ideal einsetze. Ich sag von der Theorie, weil
Ja, Praxis, technisch bin ich da hier noch. Da muss ich noch ein paar Sachen lernen, da bin ich ehrlich. Ihr seht schon, auf dem Erdboden, finde ich persönlich, ist die Ausbeute schon relativ gering. Noch. Wir werden natürlich Düngung entsprechend hier auf dem Boden machen. Ich habe jetzt weder Mist, noch habe ich Gülle, noch habe ich irgendwas. Das heißt, wir werden dann sicherlich mit Mineraldünger hergehen und den Bereich düngen. Später werden wir auch mal striegeln. Striegel habe ich mir auch schon gekauft. Alles schon da. So, das gefällt mir hier ausgesprochen gut, muss ich sagen. Auch die Geschwindigkeit 17 km/h finde ich persönlich jetzt eigentlich in Ordnung. Man könnte vielleicht sogar noch schneller. Und das Enhanced Vehicle ist für mich, so eine Art Drive Control ist für mich unverzichtbar, denn ich bin halt wirklich in der Lage, vorderes und hinteres Mähwerk separat voneinander anzusteuern, jetzt hier in dem Beispiel. Und ja, das ist ein Muss. Das ist ein Muss für mich. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen die Wiese hier gemeinsam fertig. Ich werde daraus dann Ballen pressen, also wir müssen auch noch eine Runde schwaden. Ich denke mal schwaden, ich weiß gar nicht, ob ich mir schon einen großen Schwader geholt habe. Oder wir machen hier erstmal Heu. Ja, lasst einfach erstmal Heu machen. Weil wir haben ja noch andere Wiesen, da könnte ich dann von der Theorie her ein paar Silageballen machen. Die wir dann vielleicht verkaufen können. Ich habe ja noch viel zu lernen hier, was das Stapeln angeht. PJ hat mir da schon seine Hilfe angeboten. Hey. Oh, was macht er denn? Das war jetzt ja sehr interessant. So, geht's hier weiter. Hier hat er schon ganz schön zu tun an der Steigung, meine Herren. Also, Leistungsbedarf sollte, was haben wir denn, 8 und, naja, gut, okay, wir haben 140 PS, es wird hier schon vom Leistungsbedarf her ein bisschen enger, aber trotzdem sollte es ein Teil hier ohne Probleme machen, macht er ja an und für sich auch. Ansonsten, ja, die Holzer-Map ist eigentlich eine Map, Season ist hier Pflicht. Aber was willst du machen, wenn wir es noch nicht haben? Wir werden uns hier ein bisschen durchbeißen. Ich denke mal, wir werden auch nicht daran vorbeikommen, gegebenenfalls Missionen zu machen. Und ich muss arbeiten, um einfach mehr Fläche zu machen. Die Fläche, die wir jetzt haben, ist halt nicht so der Knüller. Wir können mal testen, wenn ich hier manuell den Gas gebe, was hier so das Maximum ist. Aber die Karte halt auch umgebungstechnisch hier, ja, wieder wunderschön, ne? War die Holzer schon immer gewesen. Ist eine Karte für sich, ist so eine Besonderheit. Achso, ne, wir wollten manuell testen, dann gebe ich mal hier ein bisschen Gummi. Ihr seht die Geschwindigkeit rechts im Display. 24 bis 25 km/h. Okay, das ist schon sportlich, aber hier gehen wir wieder runter auf 17, das reicht mir hier. Wir müssen es ja nicht übertreiben, wir sind nicht auf der Rennstrecke. Texturen hier, Forgotten Plants Texturen sind hier drinne, alles von Bäumen über Gras, über Schwad, über Ballen, alles Forgotten Plants. Ein Video dazu habe ich entweder schon gemacht oder kriegt ihr demnächst. Also gemacht habe ich es schon, müssen wir mal gucken, wann es kommt, aber ich glaube, das kommt vor diesem Video hier. Und gleich weiter. Ah, berghoch ist es schon ein bisschen kräftiger. Hier wühlt er. Auch äußerst interessant, und das war gar nicht die Geschwindigkeit vorhin. Wir haben hier die aktuelle Verbrauchsanzeige mit 28 Litern gut.
Dann geben wir nochmal manuell Gas. Dann sehen wir die Geschwindigkeit unten rechts im Computer. Ja, aber so bei 22 km/h ist ja Schluss. Ah, und ich dachte erst hier links die Geschwindigkeit über der Temperatur, die im Übrigen auch live angezeigt wird. Das wäre die Geschwindigkeit. Aber nee, das ist der aktuelle Verbrauch. Ging im 17er im Übrigen nicht im Computer, wenn man den HUD ausgeblendet hat, dass der Verbrauch auch live mit angezeigt wird, scheint jetzt zu gehen. Ist natürlich mega. Also von daher schon mal eine Verbesserung. Dann mal schauen, was da noch so kommen mag. Nun bleibt doch stehen. Oh, nee. Das fühlt sich alles noch nicht so toll an. Nee, ich dachte mir, so klappt das, aber dann hebt man doch mal lieber aus, dann wird das hier zu eng. Ja, ich denke, ich werde hier Heu machen, werde dann also dementsprechend als nächsten Arbeitsschritt und im nächsten Video erstmal wenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das so machen werden. Ja, und ansonsten, ich erwarte eure Pro-Tipps. Alles rein in die Kommentare. Werden sicherlich auch mal zukünftig die Holzer live streamen, also im Single-Stand hier natürlich. Ah, das ist alles ganz schön flott hier noch. GPS-System im Übrigen haben wir hier bei dem Schlepper nicht verbaut. Also oben auf dem Dach ist leer, kein Starfire drauf. Könnte ich jetzt noch nachkonfigurieren. Ich bin mir aber sicher, dass ich bei den Flächen jetzt kein GPS benötigen werde. Fürs Erste. Das kriegen wir so schon gut hin. Darüber hinaus ist es ja so, dass im Status hier teilweise dann der Felder, also der Wiesen jetzt hier nicht unbedingt, aber auf der Ebelsbach ist es auch so. Im Feldstatus steht, dass es gepflügt werden muss. Aber eine Wiese pflüge ich doch nicht. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass es dann so sein wird, dass wir letzten Endes keinen Ertragsverlust haben. Zumindest ist es bei der Ebelsbach, bei der Version, die der Herr Berch und ich spielen. Das ist nicht die finale Version. Hier können wir schon mal das hintere ausmachen. Ist das der Fall? Und das irritiert mich, weil ich werde keine Wiese pflügen. Warum? So, dann können wir vorne auch ausschalten, obwohl in dem Moment hier unten haben wir noch ein bisschen stehen. Gehen wir nochmal schnell drüber. Ja, Grünland macht mir Spaß, ne? Also, Grünland fetzt schon. Das Teil hier ist auch schön wendig, ne? Kann man schön mitarbeiten. Ist also von der Größe her noch in Ordnung. Und wir stellen uns jetzt mal hierher und schalten die Geschichte ab. Denn wir sind hier an der Stelle schon fertig. Ja, das Teil wird jetzt schon langsam hier. Die Räder sind schon gut schmutzig. Mähwerke selber sind noch relativ sauber. Die verdrecken hier irgendwie relativ langsam. Oder, ja, doch, hier wird's schon dreckig. So, und da haben wir die Wiese runter. Wir haben, Status haben wir hier oben natürlich jetzt in dem Sinn nicht, weil das zählt irgendwie nicht. Doch, zählt. Hier, ne, muss gepflügt werden, Bodenbeschaffenheit. Ist doch Quatsch. Benötigt Kalk, ja, gut, okay, können wir machen. Aber pflügen, ich pflüge das doch nicht, ja. Naja, wie dem auch sei, die erste Wiese haben wir fertig, jetzt mal ein bisschen länger gewesen, das Video war es halb so wild. Im nächsten Schritt, denke ich mal, werde ich wenden und dann werden wir hier Heuballen machen. Und dann geht das lustige Laden weiter, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet hier von der Holzer-Map. Ich habe auf jeden Fall schön Bock, die hier im Single anzuspielen.
Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, schönen Tag noch.